Hallihallo und herzlich willkommen zurück auf meinem Kanal PC-Check zu einem neuen Video. Heute mal wieder Dubaro mit dem Gamer-PC Ryzen 5 3600 mit GTX 1650 für aktuell 799 Euro. Dieses Video wird unterstützt von meinem Partner CDK Deals. Dieser ermöglicht euch, Windows, Office und weitere Lizenzen zu Bestpreisen zu erwerben. Falls ihr einen PC ohne Windows 10 gekauft habt, bekommt ihr hier die Möglichkeit, einen offiziellen Lizenzschlüssel zu kaufen. Mit meinem Rabattcode PCHK erhaltet ihr bis zum 31. Dezember 2021 ganze 35% auf Microsoft-Produkte. Zahlen könnt ihr ganz bequem, zum Beispiel via Visa, Sofortüberweisung, PayPal und so weiter. Danach findet ihr den Lizenzschlüssel in eurem Benutzerkonto und könnt Windows in den Einstellungen ganz einfach aktivieren. Wie ihr hier sehen könnt, funktioniert der Schlüssel einwandfrei und ihr habt später sogar die Möglichkeit, kostenlos auf Windows 11 zu upgraden. Starten wir zuallererst mit dem Bild. Das Bild ist ein ganz normales Gehäusebild. Der Lüfter, der hier hinten verbaut ist, der blaue, der ist auch wirklich so. Das ist dem Gehäuse geschuldet, das kommt von Charcoon. Und es ist jetzt auch kein Fake oder so verbaut, es ist wirklich nur das reine Gehäusebild. Der Prozessor ist der allseits bekannte AMD Ryzen 5 3600, 6x3,6 GHz, 4,2 GHz Turbo. Ja, zu dem Prozessor brauche ich nicht mehr viel zu sagen. Wenn ihr streamen wollt, holt euch lieber einen 3800er oder direkt einen 5800er. Es ist für Just Chatting und so ganz okay. Wenn ihr gleichzeitig zocken und streamen wollt, wird es dann mal ein bisschen eng. Das kommt auch immer auf das Spiel an. Der hat eine TDP von 65 Watt, das ist jetzt nicht sonderlich viel. Unterstützt offiziell 3200 MHz RAM. Die Basis- und Turbo-Takt, den haben wir eben schon besprochen. Und der kostet 225 Euro bei Mindfactory. Als CPU-Kühler haben wir wieder einen alternativen AMD Intel CPU-Kühler. Ich bin davon jetzt nicht so angetan. Ihr müsst mal hier schauen. Hier vorne ist so ein ganz kleines Vorschaubild und ich könnte mir vorstellen, was das für ein Lüfter ist. Und zwar meine ich zu erkennen, dass es der LC Power Cosmocool LCCC85 ist. Der hat eine TDP-Klassifizierung von 70 Watt. Jetzt sagt ihr natürlich, hey, der Prozessor hat 65 Watt, der hat 70 Watt, müsste passen. Aber es ist schon sehr hart an der Grenze. Also wenn ihr dieses System kaufen solltet, dann bitte mit einem anderen Lüfter. Ich zeige euch gleich noch, welchen man dann nehmen könnte, weil wenn der Prozessor zu warm wird, wird er irgendwann gedrosselt und dann kriegt ihr Lecks in den Spielen. Das wollt ihr ja schließlich nicht, deswegen tauscht ihn dann bitte aus. Der kostet auch sage und schreibe 5,89 Euro bei Mindfactory. Als Mainboard haben wir ein MSI B450M Pro-VDH Max. Ja, das hatten wir jetzt schon öfter. Ich bin nicht so begeistert von diesen Micro-ATX-Boards. Vor allen Dingen sieht das immer ziemlich komisch aus, wenn so ein Miniboard in so einem großen Gehäuse drin ist. Das Board hat keine gekühlten Spannungswandler. Gut, es ist jetzt zum Übertakten auch nicht geeignet. Für den Prozessor reicht's. Ich finde es allerdings nicht so geil. Hat auch ein bisschen was mit der Haltbarkeit zu tun. Dann habt ihr noch vier RAM-Bänke. Das heißt, ihr könnt später noch den RAM locker erweitern. Hier kommt die Grafikkarte rein. Hier unten den Slot werdet ihr wahrscheinlich nicht benutzen können, weil der Lüfter der Grafikkarte das überdeckt. Hier wird die M.2 SSD eingebaut, sofern denn eine drin wäre. Also ihr könntet dann später noch erweitern. Und hier eventuell noch eine WLAN-Karte oder ähnliches reinbauen. Es gibt viele verschiedene Erweiterungskarten, die ihr da verwenden könnt. Von den Anschlüssen her haben wir Mikrofon, Line-Out und Line-In. Also hier ganz normal Kopfhörer halt. LAN-Anschluss, 4x USB 3.0, 4x USB 2.0, HDMI, DVI und VGA werdet ihr nicht benutzen, weil der Prozessor keine integrierte Grafikeinheit hat. Das heißt, das Bild wird über die Grafikkarte ausgegeben und nicht über den Prozessor. Und noch einen PS/2-Anschluss, den werdet ihr wahrscheinlich auch nicht mehr verwenden. Alles in allem dieser Preisklasse natürlich das passende Board. Ja, ich bin da jetzt kein Fan von. Ihr könnt aber, wie gesagt, für diese 800 Euro nicht viel erwarten. Für die Funktionalität ist es okay. Ich würde es mir persönlich nicht kaufen. Und das kostet 48,17 Euro bei Mindfactory. Als Arbeitsspeicher haben wir 8 GB insgesamt, 2x 4 GB, also Dual-Channel, ganz wichtig. Patriot DDR4 3200 MHz, Viper 4 Blackout. Also 8 GB. Sorry, auch bei so einem System. Nicht mein Fall, absolut nicht. Ihr solltet 16 GB verwenden. Rüstet es von mir aus auf. Der PC wird wahrscheinlich, wenn ihr jetzt den Lüfter und den RAM noch tauscht, um 100 Euro teurer. Aber da zu sparen, das ist echt happig. Und ihr werdet nicht hergehen und da jetzt noch 2x 4 GB nachkaufen, um dann hinterher 16 zu haben. Okay, man kann es natürlich machen. Ich würde es aber nicht so machen. Also rüstet das auf. Ihr kriegt Probleme bei einigen Spielen. Vor allen Dingen, wenn ihr nebenbei noch Discord zum Beispiel offen habt und vielleicht einen Browser im Hintergrund, was auch immer. Stream schon mal gar nicht mit 8 GB. Also das ist wirklich hart an der Grenze. Deswegen, wie gesagt, aufrüsten. Von der Taktung her 3200 MHz, ja, das ist okay. Ich wünsche mir immer 3600, kann man in dieser Preisklasse nicht erwarten. Das ist schon in Ordnung, wie sie es ausgewählt haben. Ich habe da schon deutlich Schlimmeres gesehen. Auch der Patriot Viper habe ich bisher keine schlechten Erfahrungen mitgemacht. Von daher, das ist dann soweit okay. Und der kostet 41,87 Euro bei Mindfactory. Als SSD haben wir eine 240 GB Patriot Burst, 555 MB in Lesen und 500 MB in Schreiben. Tatsächlich habe ich die Patriot Burst so hier nicht gefunden, ich habe nur die Patriot Burst Elite gefunden. Die hat, was die Lese- und Schreibraten angeht, schlechtere Ergebnisse, aber preislich gesehen kommt das durchaus hin mit diesen 25 Euro. Mit 240 GB werdet ihr auch nicht weit kommen.
Wenn ihr jetzt ARK Survival Evolved oder Warzone und so noch installiert, dann habt ihr die schnell voll. Ihr könnt, wie gesagt, über das Board erweitern mit einer 1.2 SSD. Natürlich auch mit einer 2,5 Zoll SSD oder einer 3,5 Zoll HDD. Das ist auch kein Problem. Allerdings ist das echt wenig Speicher. Gut, wie gesagt, wir sind hier in einer günstigen Preisklasse, aber es ist schon hart an der Grenze. Und die kostet, wie gesagt, 25,37 € bei Mindfactory. Als Grafikkarte bekommen wir eine Nvidia GTX 1650 4 GB beliebiger Hersteller. Ja, wie immer wisst ihr nicht, was ihr hier genau bekommt. Was heißt wie immer? Meistens wisst ihr nicht, was ihr bekommt. Da steht immer beliebiger Hersteller. Das hat natürlich mit der Grafikkartenkrise zu tun. Eine 1650, gucken wir uns die FPS-Daten gleich noch zu an. 4 GB ist extrem wenig Grafikspeicher. Aber so ist es halt in dieser Preisklasse. Ihr könnt damit jetzt Valorant, Counter-Strike und so spielen. Erwartet aber bitte nicht, dass diese Grafikkarte euch bei Far Cry 6 da das beste Bild hinrotzt. Also das wird nicht funktionieren. Höchstens in den ganz geringen Einstellungen auf Full HD. Da kann sie vielleicht noch mithalten. Aber wir schauen uns, wie gesagt, gleich den FPS-Test an. Und die kostet sagenhafte 369,95 € bei eBay. Das kannst du dir nicht geben, diese Preise. Guck mal hier, Computerwelt, 489 €. Die spinnen alle. Als Netzteil bekommen wir ein 650 Watt ATSA PSA Z80 Plus Bronze. Ja, ich bin von diesen Netzteilen nicht so begeistert. Ich sehe das schon so bei der Herstellergarantie. Ihr habt hier 2 Jahre Herstellergarantie. Zum Beispiel wie Quiet gibt 2, 3, 5, teilweise sogar 10 Jahre Garantie. Natürlich andere Preisklasse. Müssen wir uns klar werden. 650 Watt ist für dieses System auch viel zu viel. Wir haben hier nämlich bei dem Netzteilrechner inklusive Puffer 281 Watt. Sprich, das Netzteil hat 650, ihr kommt unter Volllast auf 281 inklusive Puffer. Da ist das Netzteil natürlich sehr effizient unterwegs. Ihr könntet da auch noch eine dickere Grafikkarte einbauen. Ich würde eher in Richtung namhafter Hersteller gehen. Ich meine, ich habe auch schon ATSA Gehäuse gehabt, die waren ganz in Ordnung. Was Netzteil angeht, bin ich jetzt nicht so überzeugt. Das ist aber meine persönliche Meinung, weil für mich ist das irgendwo ein Billiganbieter. Kann mich auch täuschen, klar, es wird funktionieren. Es ist auch so, dass nur weil jetzt 650 Watt drin sind, das System nicht funktioniert, dass es zu viel wäre. Nein, nein, zu viel gibt es da nicht. Das System zieht ja nur so viel, wie es braucht. Da kann auch ein 1000 Watt Netzteil drin sein, klar. Also es ist schön, dass es so ein großes ist. Ihr könnt hinterher noch erweitern mit einer dickeren Grafikkarte. Ob das Sinn macht, sei dahingestellt. Aber ich finde es krass, dass sie das so reinkonfiguriert haben. Und das kostet 41,87 € bei Mindfactory. Ansonsten, Garantie haben wir 2 Jahre Garantie ohne Betriebssystem. Da könnt ihr euch den Key einfach bei CDK Deals kaufen, mit einem USB-Stick dann installieren. Geht ganz einfach. Kostet dann um die 11-12 € rum, je nachdem. Und dann seid ihr auch schon mit dabei. Jetzt habe ich am Anfang ganz vergessen, auf das Gehäuse einzugehen. Ich habe euch natürlich das meiste schon gesagt. Das Gehäuse reicht für dieses System aus. Es ist groß genug, es hat einen guten Airflow, es hat vorne 2 Lüfter drin, hinten ist 1 Lüfter auch schon mit verbaut. Das heißt, da ist schon mal nicht das Problem. Ob es designtechnisch euch jetzt gefällt, sei dahingestellt. In der Preisklasse ein 50 € Case ist völlig in Ordnung. Ich habe schon schlimmere gesehen. Das hatte ich persönlich noch nicht in der Hand. Ich hatte ja schon das CA300H und das Pure Steel in der Hand von Chakun. Dankeschön nochmal dafür. Das haben sie mir ja zugeschickt. Darüber wird es auch noch Videos geben. Ihr habt es vielleicht im Livestream mitverfolgt. Ich hatte da ein System, also mein Hauptsystem, in das Chakun-Gehäuse reingeballert. Von der Qualität her passte das. Wie es bei dem jetzt ist, kann ich euch nicht sagen. Vom Platz her reicht es auf jeden Fall aus, auch für größere Grafikkarten. Das ist soweit okay. Und das kostet 54,73 € bei Mindfactory. Dann sind wir auch schon beim Endergebnis. Hier haben wir die SSD, den Prozessor, den RAM, die Grafikkarte, das Mainboard, den Lüfter, das Gehäuse und das Netzteil. Und da kommen wir auf den Gesamtpreis von 812,85 €. Das System soll kosten 799. Das ist preislich gesehen völlig in Ordnung. Die nehmen jetzt nicht viel fürs Zusammenbauen oder ähnliches. Die müssen auch noch Garantie drauf geben und so. Klar, die kommen auch günstiger an die Komponenten ran als jetzt die Endkunden. Zumindest was den aktuellen Grafikkartenmarkt auch angeht. Das ist okay. Es ist keine Abzocke. Ihr werdet damit glücklich, wenn ihr noch einen anderen Lüfter nehmt und halt eben anderen RAM. Das ist jetzt meine persönliche Meinung. Ihr könnt dann auch so Stock kaufen, hinterher erweitern, das geht auch. Speicherplatz ist natürlich jetzt auch nicht so viel vorhanden. Rüstet vielleicht noch eine HDD nach, beziehungsweise konfiguriert sie nach. Die kostet vielleicht 30 €, dann seid ihr mit dabei. Aber alles in allem ist das schon mal keine Abzocke. Wenn ihr jetzt noch einen Tipp haben wollt, was ihr vielleicht verändern solltet, nehmt den BeQuiet Purock 2 Silber für 29,90 €. Der reicht für diesen Prozessor völlig aus, der macht auch einen guten Job. Was den Arbeitsspeicher angeht, schaut mal hier, für 14,90 € kriegt ihr schon das Doppelte an Speicher, dann nehmt lieber den. Und dann tut euch vielleicht noch selbst den Gefallen, eine 1 TB oder 2 TB HDD reinzubauen. Klar, die Ladezeiten bei den Spielen sind dann länger, aber in dieser Preisklasse kann man schon sagen, das ist soweit okay. Dann seid ihr bei ungefähr 100 € mehr und dann ist das System soweit auch passend, meiner Meinung nach, in diesem Preissegment. Dann haben wir hier noch den FPS-Test in Anführungsstrichen. GTX 1650 4 GB plus Ryzen 5 3600 Test in 15 Spielen.
Jetzt ist es bei diesem Video allerdings so, dass ihr jetzt nicht Ultra oder irgendwelche Presets da stehen habt, wo wirklich alles auf Ultra gedreht ist, sondern es sind verschiedene Einstellungen, die da gemacht werden. Schaut es euch einfach an. Zum Beispiel bei Far Cry habe ich eben schon gesehen, das ist so ein Mischmasch zwischen Low und High. Der macht die Einstellungen ganz verschieden. Die könnt ihr natürlich hinterher auch so übernehmen, wenn ihr Far Cry unbedingt spielen wollt. Ich verlinke dieses Video in der Beschreibung. Ich gehe jetzt ein bisschen darauf ein und dann seht ihr auch die FPS. Da seht ihr diesen Mischmasch zwischen Ultra, Medium, High und so weiter. Ich weiß auch, dass Far Cry einen HD-Modus hat, ein HD-Texturenpaket. Ich glaube nicht, dass er das hier mit reingenommen hat. Und da seid ihr bei ca. 70 FPS. Das ist jetzt keine sonderlich actionreiche Szene. Bei Far Cry kann es durchaus auch mal heiß hergehen. Deswegen, das ist eher jetzt gerade ruhig. Aber 70 FPS ist natürlich erstmal in Ordnung auf Full HD. Bei Call of Duty Warzone sieht es ganz ähnlich aus. Alles zwischen Low und High hat er da so eingestellt, wie seine Einstellungen am besten passten. Natürlich hat er sich auf die Grafikkarte so ein bisschen eingestellt. Da seht ihr aber jetzt schon, ihr seid bei 30 FPS und das im Flugzeug. Das ist natürlich nicht so geil. Ah, jetzt sind wir schon bei 60 FPS, sehr gut. Ihr seht aber auch schon oben bei Memory 3,4 GB von 4 GB belegt. Das heißt, viel mehr Luft habt ihr da nicht mehr, was die Einstellung der Texturen angeht. Jetzt seid ihr sogar schon bei 3800, aber immer noch stabile 60 FPS. Schauen wir uns Assassin's Creed Valhalla an, da hat er wirklich fast alles auf Low gedreht. Klar, ist ein AAA-Titel, Far Cry natürlich auch, aber hier scheint das noch ein bisschen anspruchsvoller zu sein. Und da ist er bei 48 FPS jetzt gerade so. Das ist klar noch spielbar, aber ich finde, 60 FPS sollte so ein Game schon haben. Ja, bei Fortnite brauche ich nicht viel zu sagen, das frisst jetzt nicht viel Leistung. Guck mal, da seid ihr so bei 400 FPS, jetzt bei 200. Gut, er hat eben auch in den Himmel reingeguckt. Aber das ist natürlich locker flüssig spielbar. Bei PUBG hat er wirklich sehr viel auf Ultra gedreht. Gut, es ist auch kein so anspruchsvolles Spiel. Da seht ihr gerade so um die 50 FPS. Das ist auch noch in Ordnung. Klar, wie gesagt, ist eine geringe Preisklasse, aber zum zwischendurch Zocken reicht das völlig aus. Und auch Cyberpunk ist spielbar, aber alles auf Low, beziehungsweise eine Einstellung hat er auf Medium. Das ist die kleinste Einstellung. Daher reicht er tatsächlich noch so um die 50 FPS. Ist natürlich kein schöner Anblick, wenn man so ein Spiel wie Cyberpunk spielen möchte und da auch ein bisschen genießen möchte, sollte man sich tatsächlich eine andere Grafikkarte holen. Haben wir hier noch Counter-Strike Go, das ist natürlich überhaupt nicht anspruchsvoll, das läuft auf jedem Toaster, aber da habt ihr um die 300 FPS. Das wäre es dann auch schon wieder mit diesem Video. Holt euch das System ruhig. Wie gesagt, ändert noch die paar Sachen, die ich eben angesprochen habe. Die zocken euch auf jeden Fall nicht ab. Wenn ihr so normale Spiele wie Counter-Strike oder Valorant oder so spielen wollt, reicht das dicker aus. Für AAA-Titel solltet ihr wirklich ein bisschen tiefer in die Tasche greifen. Joint unseren Discord, wenn ihr es noch nicht gemacht habt. Wir beantworten da alle eure Fragen, auch zu diesem System. Schreibt auch gerne die Fragen in die Kommentare rein. Und wenn ihr ein System vorschlagt, bitte keine Links in die Kommentare. Die löscht YouTube automatisch, die sehe ich dann nicht mehr. Lasst ein Däumchen nach oben da, abonniert den Kanal, wenn ihr das noch nicht gemacht habt. Bis dahin, auf Wiedersehen und ciao, ciao.